Hallihallo, Hallöchen und willkommen zum nächsten Teil vom Lady Traveller Junk Journal Making of Watch Me Craft oder wie auch immer beim Zugucken. Jetzt habe ich mir das hier rausgesucht. Das ist nämlich so ein bisschen dicker. Das ist das Deckblatt von einem Block, den kennt ihr ja alle, ne? Die klebe ich jetzt erstmal hier auf und dann schneide ich die aus. Ja, hier auf, das ist toll. Du bist so knubbelig. So, da legen wir das mal so lang beiseite. Und die zwei Dinger auch. Das ist jetzt uns alles im Weg, ne? Gut, da holen wir wieder den Klebestift. Und eine Buchseite. Die eine habe ich ja schon wieder weggeschmissen. Aber ist ja in dem Buch, da habe ich noch so viele Seiten, die ich nehmen kann. Pah. Ja. Ja, schmeiß um, ist egal. Na komm. Ist richtig frostig geworden. Ich war heute draußen ein paar Mal. Also, das ist die Luft, die ist boah. Ganz ehrlich. Dann ist es auch kein Wunder, dass ich nicht mehr so gut schlafen kann, da meine Hüfte sich dann immer so toll meldet. Verschleiß mit der Hüfte und naja, die tut dann halt weh, ne? So, und da kommt hier drauf. Jawohl, ja, sprach die Olja. Jetzt machen wir doch mal ganz auseinander. Ne? Schön voll. Ja. Dann machen wir das so. Jetzt kleben wir das hier auf, schön an die Kante, denn die können wir ja schon nutzen, weil die so schön gerade ist. Brauchen wir die Seite schon mal nicht zu begradieren beim Abschneiden. So. Den tue ich direkt weg. Sonst pappe ich da nämlich wieder irgendwo fest. Und das möchte ich ja nicht. Ja, warum habe ich das jetzt so gemacht? Da kann ich ja keinen Rand überstehen lassen. Die Rückseite ist aber schön blank. Und sonst hätten wir das hier auf der Rückseite. So blöd, ne? Jetzt ist irgendwas runtergefallen. Bei mir fällt öfters was runter. Und hier das krumme Schnitten, das ist aber auch egal. Was ist denn da gefallen? Achso, das ist die Tasche, okay. Die sollte ich auch noch mal mit runternehmen, ne? Die trollt schon eine Weile hier rum. Dabei wird die ja nicht mehr hier gebraucht. So. Und an der Rückseite auch. Jo. Ist okay. Und das nächste. Hier eine Ecke ab. Na komm, machen wir erstmal gerade runter.
hier eine Ecke ab. Die eine. Und die eine. Kloppt doch prima, ne? Und das ist eigentlich gerissen, ne? Kriegt das auch gerissen? Ja. Doch. Kriegt auch gerissen. Boah, das ist knapp da. Boah. Oh, die Pappe ist echt stur. Und wie stur. Ja, toll, da eine Rissen. Halleluja. Jetzt gucken wir das mal. Ob wir das so hinkriegen. Müsst ihr auch gehen, ne? Ich würde nämlich wirklich den Rand auch dann gerne so was nehmen. Was ist das hier? Na, das war doch. Mann, ey. Das ist, weil die Pappe so starr ist. Ach, gut, komm. Die ist echt starr. Was machen wir dann anders hier? Es hat eine Ende auch gerissen. Hehe. Ist mir doch egal. Ich mach das so. Denn die Optik ist schon schön, wenn das aussieht wie gerissen. Ja, toll. Tschüss. Da. Ist gut. Komm, machen wir auch hier hinten hin. Hier auch noch hinten. So, das reicht. Du gehst wieder da oben hin. Das können wir ja vielleicht noch mal hier brauchen, ne? So, jetzt haben wir hier ein Löchlein gleich. Und wenn schon, dann machen wir das auch, wie es sein soll, ne? Ja, ne, die nicht. Gott, falsche Tütchen erwischt. So, jetzt aber. Und eine Öse. Ein Ösen-Nupsi. Wenn es auch noch durchgeht, dann ist die Welt in Ordnung, ne? Ja. Zack. Da. Jo.
Das und machen das. Dann haben wir das. Zack. Und hier rein. Und wir haben das. Zack. Und hier rein. So, die hätte man schon mal fertig. Damit bin ich bei dem Buch noch nicht weiter, ne? Ja, ja, so. Das ist der Innenteil vom Buch. Alles wunderbar getrocknet, bis auf die Ecken hier unten, die so doof aussehen. Ah, ich bin auch zu dusselig, ey. Man sollte da vielleicht... Da könnte man das nämlich irgendwie da reinschieben. Oder nachher bei der Hefte. Nachher bei den Heften. Da für diesen Zweck habe ich ja Papier. Jetzt das mal ein bisschen auf Seite, du jetzt mal was auf Seite und ach ja, das sind die Sprüche, die ich noch überall nehmen kann. So. Und dann habe ich hier gelbes, ach, das ist auch Perlmuttpapier dabei. Na gut, dann kann ich schon noch aussortieren. Also die drei, das ist schon mal ein schöner fester Karton. Die finde ich klasse. Ja, von wem sind die ja vier? So viel brauche ich ja nicht. So. Einmal. Drei hatte mir gesagt, ne? Ja, haben wir gesagt, dann bleiben wir auch dabei. Zweimal. Der sieht auch schön aus. Der hat hier so eine ganz tolle Struktur. Und da ist er glatt. Aber nicht, wenn ich ihn jetzt richtig... Ja, doch. Der ist schön außen. Und dreimal. Gut. Dann hätte sich das mit dem Karton erledigt. Dann gucken wir mal, hier das Papier, das ist auch Perlmutt, alter Schwede, ich will ja kein Perlmuttpapier. Das ist mir nämlich, ganz ehrlich gesagt, hier das schreit ein bisschen, ne? Das ist mir zu knallt rein, will ich nicht. Hier das, doch, das sieht schon besser aus. Das ist so, das hat auch eine ganz feine, ja, Leinenstruktur, kann man sagen. Da, komm, das geht auch rein. In diesem schönen Gelbton, ein zartes Gelb, sehr hübsch. Drei. Ja, komm, du mit zwei in jedes Heft. Vier. Fünf. Sechs. Und das reicht jetzt. Zu viel von einer Sorte will ich ja auch nicht, ne? So, wir haben ja auch noch hier das ganz schöne, tolle, herrliche, wundervolle Papier. Wenn ich mir das jetzt vorstelle. Ja, das ist genauso groß wie das. Da haben wir es nämlich, ne? Ey, alter Schwede.
Nehme ich das jetzt innen als Seite oder für außen drauf? Das ist einfach so schön. Und guck, hier, das ist das nicht auch. Oh, ich finde das so genial, alter Schwede. Da genauso. Drei. Ja, vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, wow, 19. Ja. Ja. Also ein Blatt irgendwie zu viel, ne? Beziehungsweise zu wenig. Also hier haben wir schon mal zwei. Na komm. Zwei. Das sieht beides als Cover für auf so ein Heft wunderschön aus. Und da könnte ich trotzdem noch auf der Rückseite so eine Tasche machen für die Tags. Ne? Gott, das ist eigentlich viel zu schön. Man müsste den Ganzen nehmen. So schön ist das. Mensch, guck sich das doch mal eine an. Ich falte das und tue das einfach nach außen. So einfach ist das. Brauche ich das nicht aufkleben? Das wäre ja auch irgendwie Verschwendung. Ne? Dann haben wir das nämlich vorne und hinten. Das finde ich so nämlich wunderschön. Sieht doch schon mal cool aus, oder? Ja. Ja, das sieht cool aus. Und genauso machen wir das mit dem. Ja, du. Ja, falten, das muss man gelernt haben, ne? Und wenn man natürlich schief guckt, da kann man nicht gerade falten. Du soll dir. Da. Sieht doch toll aus. Da. Nehmen wir so. Ja. Das bringe ich nämlich schnell mit über Tagzeit irgendwie auseinanderzuschneiden und so. Da, London, Rhodos, Griechenland. Man könnte ja vier Hefte machen. Also ja, das nehme ich jetzt. Das nehme ich. Und tue das hier hin. Schön, ne? Finde ich, es ist schön. Das machen wir jetzt so. Läuft die Kamera überhaupt? Ja, doch. Ja, ich bin mir da nie so sicher. So, und jetzt tue ich das nämlich. Denn wir wissen ja, je mehr Papiere drin sind, umso mehr stehen die nachher nach außen.
Und dann müsste ich da was wegfritzeln, wozu ich keine Böcke habe, weil das einfach zu schön ist. Und jetzt guckt das mal an. Da plättet man hier, dann hat man den Karton. Da kann ja ruhig was Festes sein, ne? Dann machen wir da weiter und dann hat man den. Ne? Ist doch schon mal was. So. Und mache ich jetzt damit. Jo. United States. Also ja, geht ja sowieso quer durch die Welt. Und dann haben wir, das ist das. Ja. Und hier hatte man noch nicht gut. Machen wir das jetzt da rein. Ja, das ist so ein schönes Papier. Und das fühlt sich echt cool an, ne? Okay, drei. Jetzt haben wir die hier. Das sind auch drei. Oh, das Badefräulein. Eins. Zwei. Und Madame 3. Gut. Dazu nehme ich jetzt eins von den gelben hoch. Jo. Hier ebenso. Dazu schön der Papier. Und nach London, ne? Ja. Ich könnte die auch einfach falten und sortiere sie dann ein. Aber das will ich nicht. Nein. So, und jetzt haben wir die. Hier haben wir noch das. Finde ich auch voll schön, ne? Boah, das sieht so schön aus. Haben wir das? Ist Nummer 1. Dann haben wir hier. Ja, gut. Okay. Zwei und drei. War der jetzt eben nicht? Ja, war der eben nicht. Hätte ich das ein bisschen mehr beobachtet, da könnte ich ja doch sagen. Da war es nicht. Da. Da passt doch dieses rein. Da. Obwohl, das ist so Strand. Sollte man das nicht bei Venedig tun? Paris, ja, ne? Komm, der Dumme bei Venedig. Und dann holen wir das von Venedig da raus. Junge, schon hier in Haselias. So, und da kommt dann das mit rein. Da war das mit dem Zeppelin, das passt auch. London? London, da stand da irgendwo London.
London kommt da rein. Da. Ein bisschen sollte dir doch noch passen. Paris, ja, hier, Parfüm, Parfüm, Paris passt. Gut. Und das kommt hier rein, ne? Venedig, ja. So hat die Stadt gesagt. Ja, und wenn du jetzt da aufmachst, da kann die Stadt doch hoch da rein tun. Gehst du wohl? Ja, London, London kommt hier. Dö, schön. Das hätten wir schon mal. So, dann haben wir. Das kommt bei London. Auf alle Fälle. Soll ich da jetzt Kaffeepapier mit rein tun oder nicht? Hübsch aussehen würdet ja. Ist ja ein Traveler Junk Journal. Ne? Du musst ja auch mal so ein bisschen was Abgeranztes mit rein. Ja. Gut. War das jetzt richtig rum oder haben die jetzt wieder auf den Kopf bestellt? Ich bin. Ah, ne, da ist bei dir. Ja, gut. Okidoki. Ja, passt doch so, ja, da. Okidoki. Dann haben wir hier Venedig. Venedig ist blau. Komm, blau. Ich weiß auch nicht, warum ich sehe Venedig so. Oder? Ne, Paris ist das. Hier, das ist Venedig. Carte postale. Paris ist das. Das ist Paris. Ja. Paris. Französisch. Okay, da haben wir jetzt noch Venedig. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir dich. Achso, ich brauche hier auch ein braunes. Ein braunes. So, und jetzt haben wir hier noch vier. Das ist ja lustig, ne? Ja, da tun wir auf jeden Fall auch noch mit rein. Gut. Dann, ach, geh doch weg. Ich will dich noch nicht. Du kommst später dran. Einmal. Zweimal und dreimal. Ja, und dann haben wir das noch. So irgendwie eins. Ah, jung, jung. Ja, das ist blöd, ne? Das ist echt blöd. Eins, zwei, drei. Moment. Ich hatte doch. Sekunde. So, Probleme löst. Ich habe mir nämlich noch zwei Vellum rausgeholt. Die passen nämlich wunderbar. Hier einmal mit dem Goldaufdruck finde ich wunderschön. Und hier
Ja, das kann man hier wunderschön sehen. Das ist mit Grün. Passt ja auch, ne? Ja. Dann muss ich da nur noch ein Papier dazwischen tun. Tue ich dann noch mal. Ja, tue ich noch mal Kaffee bei, wa? Kaffee oder Tee? Ne, Moment. Da brauche ich noch zwei. Einmal da und das dann rein. Zwei. Oh. Ey, echt, ne? Ich guck. Obwohl, das ist ja sehr dick. Das ist echt dick. Von der Seite gefällt mir, von der Seite nicht. Das finde ich blöd. Da passt doch ja nicht. Oh, nee. Da wieder gut. Und hier, das schneide ich eh auseinander. Das gibt kleine Karten. Ja, ich bin schlimm. Und hier das genauso, das schneide ich auch noch auseinander. Die könnte man auch auseinanderschneiden und dann noch irgendwie ein bisschen pimpen. Und das kann man auseinanderschneiden. Ach, guck mal, das ist ein Pumpkin. Ach, den seht ihr ja nicht da. Ein Kürbis, ja, jetzt habe ich jetzt wieder. Oh Gott. Das ist auch schön. Aber der ist auch so dick. Das ist auch vorne wie hinten schön. Das ist schön. Das ist echt schön. Tja. Das ist aber echt dick. Das ist echt dick. Ja, das sind nur der Kleine. Was will ich denn damit? Da hätten wir auch noch eins. Das sieht bald aus wie das eine, ne? Ja, das wäre dann auch noch eins. Da hätte ich drei wunderschöne Zwischenblätter. Aber eigentlich will ich ja keinen Druck. Ich habe ja doch Druck. Das ist doch Blödsinn. Komm. Komm. Nehme ganz einfach jeder einmal. Ja, das sind genau drei Blätter. Eins. Wo bist du da? Na? Jetzt sehe ich es ja. In etwa. Zwei. Und drei. Ja, da habe ich die. Und die. Und Moment, wie war das jetzt? Ja, einmal. Zweimal. Ja, so blöd, ne? Tun doch besser da rein. Ja, da rein. Und du da rein. Und du da rein. Ja, das ist auch wahr. Da haben wir ja sowieso weiß, ne? Und hier haben wir das. Ja. Nee. Oder doch? Nee, das sieht doof aus. Scheibenkleister. Aber da könnt ihr auch noch eins. Das ist ja eigentlich schihoppi duppt. Na komm. Nimm mal noch die restlichen hier. Ist doch egal. Eins.
kommt ein bisschen Farbe ins Spiel. Nochmal. So. Und da tun wir jetzt noch ein Dingsbums rein. Das Vellum. Ja, geht so. So. Was haben wir hier? Das Zarte, da kann ich das Blau mit reinholen. So, da war der Gelb, ne? Und in der Mitte dann noch dieses. Und das sieht doch hübsch aus. Hat man eine Doppelseite zum Gestalt. Das ist gut. Gefällt mich, gefällt mich. Und ich weiß bis jetzt noch nicht, wie viele Seiten ich jetzt da drin habe. Frag mich bloß nicht. Die muss ich gleich zählen. So, du gehst weg. Also der Perlmuttpapier hätte ich zum Verrecken ja nicht genommen, ne? Boah, wenn ich dran denke, was ich früher ein cooles Briefpapier hatte. Ich habe früher echt auf mein Briefpapier gespart. Und wenn ich keins hatte, da habe ich es selber gemacht. Habe mir dann Papier, was ich hatte, bemalt. Stempel hatte mir ja nicht, ne? Ich meine jetzt als junges Mädchen, Kind. Das war so toll. Was ich da rein tun, sieht ja doch blöd aus. Kann ich da vielleicht auch? Ja, da kann ich eine Mitte. Nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Da tun wir hier hin. So. Das muss ja irgendwie wirken. Sonst kann es ja nicht wirken. So. Und da tun wir das Vellum hier. So ein richtig dickes, gutes Transparentpapier. Das ist kein Butterbrotpapier. Oh, nee, das geht aber ja nicht. Komm. Ja, das ist besser. So, ist gut. So. Und so, und summa summarum müssen nicht jetzt überall die gleiche Anzahl an Blätter sein. Dann gehen wir mal gucken. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ach du Gott, du Gott. Dann wird das hier auch so sein, ne? Ja klar, habe ich immer möglichst synchron. 13. Das sind 39, ne? Das ist schon anständig, würde ich mal behaupten. Es ist ein bisschen vor. Macht aber eigentlich nichts. Kann ich auch so lassen. Das ist egal. Das ist auch egal. Das ist echt egal. Dann. Ich mache ja dann noch Spitze dran. Zack. Also da hat man aber Platz dran. Auch noch zum Gestalten. Da kann man auch locker 4 Signaturen reinmachen. Aber wenn man jetzt wirklich viel einklebt, was man ja bei einem Reisejournal macht, ist ja ein Traveler Journal. Travel heißt ja Reise. Koffer, ne? Selbsterklärend. Dann ist das okay. Dann ist das vollkommen okay. Da kann man dann noch ganz, 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 ganz viel reinmachen. Ja. Gut.
Es ist schön. Das ganze Papier ist wunderschön. Also mir gefällt das super, super gut. Und würde ich reisen? Ich fände es geil. Aber ich reise ja nicht. Ich bin immer nur daheim. Ich reise in meiner Fantasie. Da bin ich schon mit Jules Verne zum Mittelpunkt der Erde auf einer Insel oder im Ballon um die Welt und zum Mond und was nicht alles. In die Tiefen der Meere. Das fand ich sowieso klasse. Im Buch, ich habe die Bücher geliebt, aber ich habe auch. Wo ist denn die Kamera? Doch, ist gut. Aber ich habe auch die Filme. Da war ich Kind. Hat noch Kirk Douglas mitgespielt. Also, ne? Die habe ich auch gesehen. Doch, das war schön. So. Jetzt will ich das aber nicht so einnähen. Ist ja wohl klar, ne? Da muss ich alles inken. Die ganzen Seiten muss ich ein bisschen, ne, inken. Und ich weiß nicht. Soll ich da wirklich was wegholen oder soll ich das lassen? Das ist ja nicht viel. Das ist echt nicht viel. Und wenn ich mal hier so begucke, das ist egal. Da ist noch die Spitze vor, das ist egal. Das lassen wir. Das ist wurscht. Ja, das ist wurscht. Da sind Tütchen weggeflogen. Ah, jetzt weiß ich auch, hat er eben noch. Auch ein Päckchen Spitze. So, weg da. Ja, komm. Da imken wir das alles ein bisschen. Und das machen wir nämlich so. Anderen Seite noch. Jetzt gucken wir mal. Nee, komm, das Rosa, das machen wir aber noch. Das muss aber ein bisschen Rollstift sein. Ja, warum habe ich da jetzt Pappe genommen? Dann ist das ganze Heft ein bisschen stabilisiert. Das heißt, Pappe ist es ja nicht. Das ist ein dickeres Papier. Irgendwann ich will aber noch nicht fangen. Fertig. Einmal umdrehen. So. Und einmal so. Wenn man sieht, dass man da was nicht richtig so erwischt hat, da kann man ruhig noch mal so ein bisschen drauf tupseln. Das soll ja wirklich aussehen, als hätte es schon ein halbes Jahrhundert im Regal gestanden, ne?
Die Staubschicht da drauf, die muss man sich halt einbilden. Wenn ich das Lady Traveler dann fertig habe, dann werde ich mir auch das Anleitungsvideo von der Jutta angucken. Aber erst wenn ich es fertig habe. Ich bin schlimm. Naja, da kann ich vielleicht noch was lernen. Aber ich wollte das mit hierzu noch vorher angucken. Ich dachte dann, nee, das soll ja mein eigenes Ding werden, ne? Oder? So, sollte ich da auch noch was... Ne, ist gut angefärbt. Ich denke mal hier auch. Ja, da bin ich auch gut dran gekommen. Prima. Gut. So, jetzt kommt das noch drauf an. London, Paris, Venedig. Nehmen wir London nach vorne, wa? Oder? Moment mal, hier haben wir das in der Mitte, hier haben wir das in der Mitte. Und, ja. Das da ist Vellum. Und da ist Vellum. Also, ja. Eigentlich will ich immer ein bisschen recht verteilt haben, aber Schwamm drauf. Drüber. Oder wie auch immer. So. Und jetzt kommt das Komplizierte. Jetzt muss ich das nämlich hier anzeichnen. Ah, ah. Ich bin echt gut. Ich sehe doch ja nichts mehr. Gut, dann machen wir das hier. Genau da in der Falte. Da haben wir 6. So, also. Ne, das ist von der Kante aus. Von der Kante aus gemessen sind 6. Dann geht das also bis dahin. Stimmt das? Ne, geht weiter. Ist das doof? Na, dann nehmen wir das halt so. Ist mir doch egal. So in etwa. Also, hier haben wir den Rand. Hier haben wir 1,5. 3. Und 4,5. So. Na doch. Nee, Quatsch hier. Oh, bin ich blöd, bin ich blöd. 1,5, 3 und 4,5. Ich habe in letzter Zeit aber nur mit falschen Löcher zu machen, ne? Ja. Ah ja. Und jetzt machen wir das hier auch noch. Wo sind wir denn hier mit dem Rand? Da sind wir da. Oh. 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. Gut. Ja, ist okay. Finger weg.
Hier haben wir die Mitte. Da haben wir das eine. Und hier war doch das. Ja, da ist es. Und dann haben wir hier eins. Hier eins. Und hier eins. Und ich glaube, ich habe gerade hier Papier gepinnt. So. London kommt oben drauf. Warum? Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach schön. Deshalb. Oh, Entschuldigung. Es hat mich genießt. Manchmal kommt das vor, ne? Kann sich auch gerade hinlegen, Dankeschön. Das ist doch wirklich freundlich von dir. Einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier. Oh Gott, oh Gott. Einmal. Zweimal. Dreimal. Jo, da kann man jetzt so. Brauche ich nicht. So ein bisschen verlutscht, ne? Ja. Jetzt aber, wenn die Klammern nicht aneinander hängen bleiben, dann geht da doch. Da. Da. Und da. Einer und hä? Aha, noch einer. Ich muss es doch. Das kommt unten hin. Das kommt oben hin. Ja. Oder hat ihr andersrum? Boah, ich weiß das echt nicht mehr. Ich hab das schon wieder vergessen. Upsa! Brauche ich nur hier reinzugucken, da sehe ich das doch. Also hier ist kein Vellum.
Dann tun wir das in die Mitte. Das ist mir jetzt ganz egal. Ne? Doch, hier ist auch Vellum. Aber da habe ich doch gesagt, das kommt nach oben, das kommt nach unten, ne? Ja, doch. Kommst du her? Okidoki. Das kommt oben hin. Und da kommt die nach hinten. Ich bin. Nee, da haben wir in der Mitte blau und da haben wir auch in der Mitte blau. Das ist okay. So ist jetzt gut, Basta. Ich sag, das ist jetzt gut. Ist egal. Ist wurscht. So, nehme ich jetzt weiß oder ne, hier habe ich so ein schönes Beige, ne? Ja. Dauert nicht mehr lange, da habe ich alle Farben draußen. So, dann hole ich das hier mal. Aber die Nadel bleibt hier. Ja, Beige ist halt unnötig, aber ihr wisst, was ich meine. So. Ab, drauf, fertig. Ja, wo haben wir den Anfang? Hier. Wo sind wir denn jetzt? Ah, sind wir schon bei einer Stunde. Naja, da würde ich sagen, dann nähe ich das mal ohne euch ein. Und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Da sind die auch drin. Das ist ja auch jetzt langweilig, ne? Und dann machen wir weiter. Wie ist es? In Teil 4 machen wir dann weiter. Ja, da war jetzt Teil 3. Ja, ey, ich kann mal zählen. Das ist ja ganz toll. Okay, dann in diesem Sinne. Bis zum nächsten Teil.